irgendeiner Position extrem sein. Wir haben 5 Kühe im Ring, die wirklich in allen Teilen im Zuchtziel sehr, sehr nahe kommen. Was ich schlussendlich am meisten gewichten oder etwas weniger gewichten, das werdet ihr jetzt gerade sehen an der Championwahl. Aber ich denke, das sind wirklich Kühe, die einander sehr, sehr nahe kommen. Ich komme dann heute mit mir ein. Wir haben die vorderste Kuh, schön Untersiegerin vom heutigen Tag. Sehr eine elegante Kuh, super aufgesetzt im Widerrist. Ich glaube, die Sutter besticht. Durch das hat sie auch gewonnen im Schönhuter. Wir haben da eine Kuh, die einfällt mit ihrem Rahmen. Sehr offenrippig, super aufgesetzt im Widerrist. Ein Sutter, der hinten sehr breit ist, mit einem guten Zentralband. Wir haben hier sehr eine rahmenstarke Kuh. Perfekt in der oberen Linie. Ein Becken, das sehr breit ist. Ein Sutter, der besticht mit dem extrem hohen Utterboden. Wir haben hier eine Kuh, sehr komplette Kuh, super aufgesetzt im Widerrist. Ein Becken, schöner können wir es nicht zeichnen. Ein Traumfundament, ein Sutter und Sitze in allen Teilen sehr gut. Wir haben hier die zwei Trainierkuh von dieser Abteilung. Wirklich auch eine wunderschöne Kuh. Eine Kuh, die mir gefällt, mit der Eleganz, die sie hat. Sie hat im Scherutter nicht ganz an diese Jene mögen, wie was begründet mit dem Utterboden. Champion und Vize-Champion und Menschen honorable am heutigen Tag. Ich glaube, wir gehen noch ein mit Applaus unterstützen. Champion Gotthard 2015. Vize-Champion ist die Kuh mit dem besten Router. Sie strahlen mich an mit dem Super-Router, was sie hat. Und mit dem Rahmen, mit der perfekten, aufgesetzten Widerrist. Die Komplettheit von der Champion gegenüber von der Vize-Champion ist schlussendlich der Grund gewesen, wieso ich sie vorzogen habe. Vize-Champion gegenüber von den Menschen Honorable. Sie hat einfach am heutigen Tag im Mutter noch gewisse Qualität im zentralen Anlassspiel besser. Aber auch recht herzliche Gratulation zu den Menschen oder eben sehr, sehr eine rahmenstarke Kuh. Eine Kuh, die wir sicher in Zukunft auch wieder wird sehen. Jetzt an dieser Stelle wünsche ich allen Reisenden, Zuschauer und Aussteller weiterhin viel Glück im Haus, Stall und Hof.